Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gedenktage und Gedenkstätten sind ohne Sinn, wenn sie nicht in Gegenwart und Zukunft hineinwirken. Wie wichtig die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, vor allem für junge Menschen ist, konnten Frau Landtagspräsidentin Brettschneider, Frau Kollegin Julitz und ich erst am Dienstag bei den Jugendbegegnungstagen in der Mahnung Gedenkstätte Ravensbrück erleben. Am authentischen Ort mit einer authentischen Zeitzeugin unserer langjährigen Begleiterin Batsheva Dagan erschlossen sich Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse der Reuterstädter Gesamtschule viel Wissen über das Vergangene und diskutierten mit uns über das Heute und Morgen. Wie wichtig die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte ist, zeigen auch aktuelle Debatten über Traditionen und Traditionspflege in den deutschen Streitkräften. Da werden Vorbilder und Namensgeber schon mal auf ihr Leben und Wirken nach 1945 reduziert, ihre Verantwortung von 1933 bis 1945 relativiert. Ähnliche Diskussionen und Verhaltensmuster, vielleicht hören Sie bis zu Ende zu, erleben wir auch, wenn es um die Auseinandersetzung mit unserer gemeinsamen jüngeren Geschichte geht. Ich habe hier im Landtag eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen erlebt, die so taten, als hätten sie erst 1989 das Licht der Welt erblickt, während andere wie ich 1989, 30 Jahre alt, allein für 40 Jahre DDR verantwortlich wären. Das allerdings wird der historischen Wahrheit nicht gerecht. Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüßt meine Fraktion den Vorstoß der Koalitionsfraktionen, die Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 wachzuhalten und die Ereignisse jener Zeit, die sich nicht auf den Wendeherbst 1989 beschränken lassen, zu erforschen und für nachfolgende Generationen aufzuarbeiten. Allerdings meinen wir, dass ein solches Ereignis nicht losgelöst in der Gedenkstättenlandschaft unseres Bundeslandes betrachtet werden, sondern in ein landesweites Gedenkstättenkonzept eingebunden werden sollte. Ein solches vom Landtag debattiertes und beschlossenes Gedenkstättenkonzept fehlt und ist überfällig. Es ist aber auch leistbar, weil die Vorarbeiten für ein solches Konzept unter Federführung von der Landeszentrale für politische Bildung längst geleistet wurden. Wenn wir also ein solches Gesamtkonzept erarbeiten, wie in unserem Änderungsantrag vorgeschlagen, kommen wir vielleicht auch zu anderen Überlegungen bei der Würdigung der Ereignisse der friedlichen Revolution. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie und warum sollen die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der politischen Wende der Jahre 1989-90 auf diesen Zeitraum und auf einen Gedächtnisort beschränkt werden? Was ist zum Beispiel mit dem 17. Juni 1953, ohne den es den Wendeherbst 89-90 nicht gegeben hätte? Welches ist der Ort mit besonderer Bedeutung in unserem Land? Waren möglicherweise. Schreiben die antragstellenden Fraktionen aber in ihrer Begründung doch selbst davon, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern Menschen in vielen Städten und Gemeinden durch friedliche Aktivitäten zum Fall der Berliner Mauer beigetragen haben. Liegt also das Interessante jener Ereignisse nicht eher in der Vielfalt der Akteure und Ereignisorte? Und ist dann ein Gedächtnisort oder ein Denkmal nicht doch nur Symbolik? Liebe Kolleginnen und Kollegen, erst am Montag besuchte mich ein Bürger der Reuterstadt in meiner Sprechstunde. Er und weitere Mitstreiter wollen die Geschehnisse des Herbstes 1989 in Staffenhagen dokumentieren. Ich wurde zur Zusammenarbeit eingeladen. Denn wer weiß noch etwas von den Demonstrationen in der Kaserne, von der in Gang gesetzten Militärreform, mit der unter anderem ein Zivildienst eingeführt wurde, ohne dass man dafür besondere Gründe vorgeben musste. Wer weiß noch etwas von den sich bildenden Soldatenräten, von den Diskussionen im Offizierskorps der NVA und dem dort ausgeprägten Willen, den Einsatz bewaffneter Gewalt unter allen Umständen zu verhindern. Dies für die jetzige und für die künftige Generation aufzuarbeiten, ist von großer Bedeutung. Lässt sich das allerdings an einem Ort durch ein Denkmal darstellen? Lässt sich die Verantwortung der Blockparteien und Massenorganisationen für die Entwicklung in der DDR bis 1989 und ihr Agieren in der friedlichen Revolution an einem Ort darstellen, wenn dies umfänglich erfolgen soll? Macht es Sinn, das Agieren der runden Tische, welche Ausdruck gelebter Demokratie waren und auf verschiedenen Ebenen im Land wirkten, an einem Ort darzustellen? Ist es nicht daher sinnvoller, bereits bestehende Gedenkstätten und Museen im Land in ein Konzept einzubinden, welches sowohl die politische Entwicklung bis 1989, die Zeit des Wendeherbstes und die Zeit danach dokumentiert? Wir haben doch bereits bei uns im Land Gedenkstätten, die Geschichte epocheübergreifend präsentieren.
Neubrandenburg, Fünf Eichen als Kriegsgefangenenlager und sowjetischen Speziallager zum Beispiel. Oder die Synagogen in Hagenow, Röbel oder Staffenhagen. Zu NS-Zeit niedergebrannt und zu DDR-Zeiten dem Vergessen preisgegeben. Dass diese Häuser heute wieder Stätten der Begegnung sind, ist auch Ergebnis der friedlichen Revolution. Oder die Versuche, die vielfältige Geschichte Prochas aufzuarbeiten. Oder die Jugendbegegnungsstätte des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge auf dem Golm. Viele weitere Beispiele ließen sich nennen, an denen Widerspiegelung mit unserer Geschichte bis hin und einschließlich der friedlichen Revolution 1989 bereits erfolgt oder eben auch künftig erfolgen sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gedenkstätten und Erinnerungsarbeit lassen sich mit den Begriffen Gedenken, Mahnen, Forschen und Lernen beschreiben. Diesen Herausforderungen muss sich ein Gedenkstättenkonzept stellen. Deshalb ist es aus unserer Sicht notwendig, ein solch geschlossenes Konzept zu erarbeiten, welches den unterschiedlichen Akteuren, Zielen und Ereignisorten der friedlichen Revolution in Mecklenburg-Vorpommern gerecht werden. Ich bitte Sie daher um Zustimmung zu unserem Antrag, da weniger eine Änderung, mehr eine Ergänzung zum vorliegenden Antrag ist. Die Rede der Ministerin hat ja deutlich gemacht, dass sie durchaus Sympathien für unsere Herangehensweise hat. Sollte der Antrag aber, wie angekündigt, den üblichen Verfahren zum Opfer fallen, werden wir uns dem Anliegen nicht verweigern und dem Antrag dennoch zustimmen. Herzlichen Dank.